Boah, ey. Dieser Wachbot immer. Meine Fresse. So, Emojin. Der kommt auch so bösartig auf mich zu. So, Emojin, Emojin, Emojin. Wo so muss ich hin? Auf Karte anzeigen. Da? Good Neighbor. Das ist in Good Neighbor? Deswegen. Ach. Krass. Waren wir schon lange nicht mehr. Waren wir schon lange nicht mehr und haben auch noch einiges zu tun. Wie das große Graben und so, ne? Oder wie hieß das? Und hier ist schlechtes Wetter. So, guten Tag zusammen. Lang nicht mehr hier gewesen. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden. Ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! Okay, cool. Da, okay. Was zum... Was? 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 Alles gut, oder? Wow! Alter, überall sind diese Todesschützen! Ich brauche Unterstützung! Was ist denn? War der nicht, war das nicht im Dings auch? In Diamond City? Alter, lass meinen Hund in Ruhe! Warum hilft mir keiner von euch? Ihr steht hier alle rum und lasst mich einfach hier ab. Also. Ich würde sagen, Doc nicht aus dem Weg. Es unternimmt aber auch einfach keiner was. Scheiße. Ups. Scheiße. Nein. Fuck. Okay. Ja. Scheiße. Verdammt. Ha. War ja klar, dass das passiert. Leute, ey. Ich wusste, dass ich irgendjemanden aus Versehen da abballer. Ich wusste, dass das passiert. Hab eben noch gedacht, warum hilft mir keiner und gleich passiert irgendwas. Aber dass ich da einen auch einfach so in den Rücken direkt platt gemacht habe. So, sind hier wieder welche? Hallo? Was sind diese Todesschützen? Wo kommen die her? Und warum verfolgen die mich irgendwie? Mann, ich habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! Jetzt sind keine mehr da. Ist doch eigenartig, oder? So, wo muss ich genau hin? Warte mal. Da rein. Ach ja! Ach ja! The Third Whale! Natürlich! Hier war doch die nette Sängerin. Ich durfte rein, ne? Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön, Ham. Genau. Die Sängerin war doch hier. So. Hallo. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist. Oh Gott, ist das laut? Kaufe ich denen nicht ab. Magnolia kann echt gut singen. Ist der einzige Grund, weshalb ich hierher komme. Naja, ich will mich auch voll laufen lassen. Es ist nur dezent laut. So, Wen muss ich finden? Wie heißt die? Emojin, okay. Frag im Third Whale nach Emojin. Alles klar, ich soll hier nur fragen. Dann frage ich hier. Hallo. Lass dich nicht unterkriegen, Schwester. Okay. Warst du schon mal in Kill or Be Killed? Gammler. Du stehst mir in der Sonne, Püppchen. Ja, jetzt entspann dich mal. Lässt dir einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon. Kannst du mir helfen? Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigt hast. Wenn du was haben willst,
Lass mal hören. Imogen. Kennst du Imogen Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia! Dieses Mädchen will mit dir reden. Ach, Gott sei Dank. Jetzt ist auch die Musik zu Ende. Sehr gut. Das war etwas laut. Hallo! Lang nicht mehr gesehen. Magnolia. Dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Flirten? Weißt du, ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Kann ich sonst etwas für dich tun? Ach, schade. Kennst du Imogen Cabot? Imogen? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Vielleicht. Muss mit ihr reden, nichts Wichtiges. Sie wird vermisst. Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Okay, wo ist sie hin? Muss wissen. Sag mir bitte, was du weißt. Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend, intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Ham, kannst du bitte mal kurz kommen? Ach, Ham. Ham! Ham, komm mal her. Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Diese Lady hier sucht nur nach Imogen. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Okay. Gut, hat sich meine Karte aktualisiert, zufällig? Da. Theater Schals Aussichtspunkt abgeschlossen, da war ich schon mal. Na gut. Hast du mir noch was zu sagen? Hey, Magnolia. Kann ich was für dich tun, Schätzchen? Na, Informationen über dich? Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Oh, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen. Mit einem kräftigen Wind und einem verletzten Flügel. Der Laden hatte eine Bühne, ich musste singen und Whitechapel Charlie brauchte Kunden. Und so hat sich das hier ergeben. Gibt es sonst noch was? Das ist aber eine sehr, sehr schöne Metapher. Aber das sind Sachen, die ich noch gar nicht über sie erfahren habe. Whitechapel Charlie ist schon länger hier, schätze ich. Er redet nicht viel über seine Vergangenheit. Ich allerdings auch nicht. Deshalb verstehen wir uns wohl auch so gut. Du solltest ihn aber unbedingt besser kennenlernen. Bestell am besten einen Drink. Er redet erst übers Geschäft, wenn sein Gegenüber ein paar Gläser getrunken hat. War das alles? Oder brauchst du sonst noch was? Na, ich brauch einiges. Nichts. Nichts. Ich lass dich dann mal wieder in Ruhe. Okay. Ach, das war aber jetzt angenehm. Ja? Brauchst du was zum Entspannen? Fred, nee, Allen. Alles cool. Krass, ja. Lange her. Sehr lange her. Gut, runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Ja, ist doch gut, Helm. Ja, krass. Wir waren schon sehr lange nicht mehr hier. Das war schön. Gut, ja. Nee, alles cool. Hier kann ich schnell reisen, ne? Dann gehen wir da mal direkt hin. Amphitheater. Ab dafür. Ja. Okay. Hier habe ich doch schon einige umgebracht. Und gelootet.
Na komm, wir stecken die Waffe erstmal weg. Hallo, guten Tag. Meister. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Also, wie soll ich sagen? Ich habe euch, glaube ich, schon mal... Ne? Und so. Drogen. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Wie sieht der denn aus? Fragen. Was? Ich habe erst noch ein paar Fragen. Natürlich. Und ich bin hier, um sie zu beantworten. Schieß los. Das habe ich doch alles schon gefragt. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Kann ich einfach gehen? Hallo, kann ich gehen? Haha, sehr gut. Ah nein, verdammt. Ich gehe einfach mal kurz weg. Zieh meine Waffe. Ach, guck mal, da ist schon wieder Action. Egal. Und er schießt dich, oder? Vielleicht? Hi. Ich habe nicht vergessen, dass du erfahren wolltest, um was es bei uns geht. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich suche nach Imogene Cabot. Tut mir leid, aber Imogene ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Was? Müssen die neben mir jetzt da einen Kampf führen? Kann mich heute niemand in Ruhe hier irgendwie mit jemandem reden lassen, oder was? Ist sie ein Mitglied? Ich gehe nicht. Familie macht sich Sorgen. Ich gehe nicht, ohne sie gesehen zu haben. Du kannst sie nicht sehen. Sie kann ihr Zimmer nicht verlassen. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Bitte? 500 Kronen? Nein, was? Drogen? 500 Kronen? Was? Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ich sagte, sie empfängt niemanden. Auch dich nicht. What? Das ist das erste Mal, dass was fehlgeschlagen ist. Ich hab Drogen. Den letzten Typen mit dieser Masche habe ich umgebracht, falls dich das interessiert. Ja. Ach, Drogen. Ich schließe schnell die Tür auf, okay? Na, wie elegant der da runtergesprungen ist. Ja, komm. Geh, mach auf. Geh weiter. Los. Los. Ich bleib hinter dir. Mit meiner Waffe. Das, die hab ich alle getötet hier. Die hab ich alle getötet. Haha, ja genau. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Kronkorken gebe, also echt. Los, mal auf. Sie gehört dir, Nächster. Dann ist ja gut. Sag los, Jack hat dich geschickt. Hallo. Dein Alter. Hä? Ganz recht, gehen wir. Du bist Jacks Schwester? Ich hätte mit jemand... Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Aha! 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 Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Sie sieht aus wie 32? Wie sehe ich denn dann aus? Und wenn du keins bekommst? Unschuldig, genervt. Nur noch eine Ampulle übrig. Aber es ist nur eine Ampulle vom Serum übrig. Die Raider haben sich den Rest geholt. Ich muss schnell nach Hause, bevor Mutter Jack davon überzeugt, dass sie alles braucht.
Lächerlich, dass er in seinem Alter so ein Muttersöhnchen ist. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Brauchst du was? Sarkastisch, Liebhaber. Hoffentlich musst du dich nicht von deinem Freund verabschieden. Thomas? Er war nicht mein Freund. Wir hatten Spaß, mehr nicht. Außerdem hätte er mich nicht hier einsperren sollen. Oh, und ich komm nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme. Aber zuerst brauche ich einen Drink. Was? Du kommst mit? Sag Mutter, dass ich bald nach Hause kommen werde. Okay. Im Third Whale oder wo? Was denn, Dogmeat? Wo denn? Wo denn? Wo? Was? Hier? Oh, ja. Tatsächlich. Oh, saures, kühles Guide. So, junger Mann. Entschuldigung. Es gibt nichts, worüber wir reden könnten. Nein? Schieße ich den einfach? Nein, oder? Komm, ich lass es mal. Folge ich ihr jetzt? Nein, das lasse ich auch, oder? Wo geht die denn jetzt hin? Das ist doch irgendwie kacke. Okay, ich geh zurück und dann werde ich ja sehen, was passiert. Ne? So. Bin gespannt, was Mutter sagt. Krass mit dem Serum. Edward, hörst du mich? Vielleicht hätte ich das doch behalten sollen. Sprich mit Jack. Das macht mich wahnsinnig. Edward, wechsle zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Ah. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Okay, wir kommen in die Irrenanstalt. Oh, Yippie! Die Tür. Oh, doch, du bist so süß. Hier ist gerade einiges los. Hör zu, wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Ich reiche. Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Gott, was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege... Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Was ist passiert? Die gleichen Raider habe Emerging gefunden. Wahrscheinlich sind es die Raider, die das Serum gestohlen haben. Könnte sein. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben... würde das ihren Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Serum? Emogene hat einen Liebhaber, hä? Ich hab doch gar nichts gesagt. Moment. Ich hab Emogene gefunden. Es geht ihr gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise ja, regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn 202. Wir in Passen sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Okay. Jetzt kann ich nicht mehr nach dem Serum fragen. Verdammt! Mag es nicht, herumkommandiert zu werden. Ich bin nicht gut darin, Befehle zu befolgen. Dann solltest du es schnell lernen. Sonst werden wir Passens nicht lebend verlassen. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und
Tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Interessant. Oh, was willst du? Ich habe Imogen gefunden. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Vor allem, ja, krass, gut, alles für einen guten Kampf? Wir sind ausgerüstet für einen guten Kampf, oder? Ich meine, ist der jetzt hier draußen einfach, oder was? Vermutlich. Muss ich irgendwas machen? Habe ich... Nö, oder? Ja, mich ärgert, dass ich nicht gleich nach dem Serum gefragt habe, verdammt. Bereit? Gehen wir. Eines steht fest. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen. Mhm. Gehen wir jetzt wirklich zu Fuß? Wir gehen wirklich zu Fuß? Warte mal, wie weit ist das? What? Okay. Das ist krass. Also ich muss ihn jetzt wirklich beschützen. Okay. Es ist das Artefakt, das Lorenzo so gefährlich macht. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt geheilt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden. Mhm. Klingt spannend. Also klingt wirklich spannend. Wo sind wir da reingeraten? Wo läufst du lang? Verdammt! Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Ach, er ist um das Auto rumgelaufen. Na gut, okay. Wie du dir inzwischen denken kannst, leben meine Familie und ich schon sehr lange. Dank des Serums, das wir aus dem Blut meines Vaters gewinnen. Ich hatte die Veränderungen in seinem Blut ganz früh entdeckt, als ich versuchte, das Artefakt zu entfernen. Mir ist es gelungen, die anormalen Bestandteile zu isolieren, mit denen wir unsere Serumbehandlung durchführen. Ich bin mir des Interessenkonflikts bewusst. Komm schon her, daher mein Vater. Wichser! Sorry, aber ich muss das mal kurz unterbrechen, was er da. Ey, jetzt. Ach, come on, ey. Ja, genau, setz dich hin. Alles aufgeben würde, um meinen Vater zurückzuhaben. Und wenn es nur für kurze Zeit wäre. Denkst wohl, du könntest dich verstecken? Was? Ich muss weiter. Lass mich in Ruhe. Lustig. Irgendwie lustig. Hast du noch was zu erzählen? Oh, das da hinten, das gefällt mir gar nicht. Müssen wir da lang? Bitte lass uns rechts. Müssen wir rechts rum oder da lang? Ah. Ich hoffe, wir gehen jetzt hier die Straße entlang. Ich habe irgendwie Schiss, dass der mir stirbt. Also, wir kommen damit schon klar, aber. Sehr gut. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr so hier, dieses so Nachlaufen. Das ist lustig. Irgendwie. Nur irgendwie, keine Ahnung, ist mir zu langsam. Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt Schnellreise machen würde? Wäre das schlecht? Also könnte er wirklich einfach sterben oder würde der einfach da auftauchen? Ich will es jetzt nicht testen, aber ich kann ja so parallel zu dem laufen. So. Ist eigentlich ganz cool, oder? Kann man den so richtig schön beobachten. Warte mal, ich mach mal die Waffe weg.
Der Typ in dem Kittel mit der Waffe, der läuft. Der läuft, der läuft, er läuft. Er läuft langsam und gegen ein Auto. Und bleibt dann stehen. Und weiß nicht mehr weiter anscheinend. Ja? Und? NPC, NPC, läuft gegen Autos, der NPC. Oh, hat's gerade geglitscht. Was? Wo? Blähfliege? Echt? Ich wollte gerade sagen, kill du die mal. Du bist da, glaube ich, schusssicherer als ich. NPC killt Blähfliegen. Voll nice von ihm. NPC. 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 Ah, oh. Hoppala. Ja. Boah, ich hab dir eben das Gesicht abgeschossen. Krass. Oh, guck mal hier. Globus? Kronkorken? Hä, warte mal, das ist ein... Oh, ich trage zu viel. Verkäufer, das ist ein Verkäufer. Nein! Scheiße. Dogmeat, komm schnell her. Hey. Scheiße, ich kann nicht mehr... Nicht, dass du da oben verreckt. Dogmeat! Hey. Es ist wichtig, dass du jetzt stehen bleibst. Warte da. Nein. Oh, komm schon. Handeln. Schnell, 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 handeln. Oh, scheiße. Keine Ahnung, nimm irgendwas. Irgendwas, dass ich, schneller bin. Wieder. Todeskrallenfleisch, schmutziges Wasser. Das brauche ich alles nicht. So, jetzt schnell auch. Nicht, dass er stirbt, Alter. Es geht nicht. Als ein armes Schwein für sein Land sterben. Mr. Gusty! Mr. Gusty? So. Nice. Können wir weiter oder geht's dir nicht so gut? NPC, 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 weiß nicht mehr weiter. Achso, okay. Schon wieder irgendwo ein Hubschrauber da hinten. Naja, gut. Ach ja. Wie weit müssen wir denn noch? Ah, jetzt sind wir an der Farm. Guck mal. Wo geht ihr denn lang? Ach, der will hier über die Straße. Oder was? Nee. Hä? Kann er doch gar nicht. Wo will der denn hin? Guck mal hier. Wir sind bei dem Dönermesser-Ding, Menschen. Okay. NPC. Warum stehst du? Warum stehst du, NPC? Okay. Will er durch das Wasser? Geht irgendwie komisch. Ich geh mal vor. Guck mal, hier ist auch irgendwie voll viel. Was ist das da? Ach, das ist wieder dieser Ort. Ist das dieser Ort? Ihr wisst schon, ist das dieser Ort? Geht der da jetzt rein? Geht der jetzt hier durch? Hier wirklich rein. Ja, hier ist doch, wo wir letztens gekämpft haben. NPC, NPC. Er weiß nicht mehr weiter, der NPC. Der ist da. Was? Nee, ich will nicht den schießen. Ach, irgendwie nervt das doch einen, oder? Da ist, ist so mehr. Schwierig. Geht nicht. Hm? Geht nicht um den Pelz rum. Oder wie?
Ja, schön, gut gemacht. Also ich will jetzt hier nicht wieder diese Ballerei haben von letztens. Die war mir zu krass. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oh, Glitchy. Ja, irgendwie öde. Guck mal, hier ist der Slog. Ich kann auch vor ihm laufen, so rückwärts. Ging ja auch, oder? So. Dass er immer auf mich zuläuft. Oh, okay. Geht mir aus dem Weg, schade. So, sind wir jetzt gleich da, oder was? Ja. Und da ist wieder ein Auto im Weg. Ja, genau, jetzt hast du es geschafft. Echt, durch die Suppe? Oh, der taucht richtig, guck mal. Krass. Hier ist so viel Radioaktivität. Ja, und sonst so? Wie geht's euch so? Findet ihr die Folge auch so spannend wie ich? Also ich find's ja schon ein bisschen spannend. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Hervorragend. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ja, ich würde sagen, wir kommen in der nächsten Folge an, oder? Oh, ouch! Vielleicht auch nicht. Nein! Töte das Tier. Oh! Boah! Die haben mir voll einen draufgehauen, ey. Schon lange nicht mehr gegen Red Skorpione gekämpft. Aua! Nee, ich will mich nicht hinter dem verstecken. Scheiße, das war so ein... Das war irgendwie... Automatismus. Bumm! Tot ist er. Sehr gut. Ich will was in Parsons passiert. Ja, ja, ist ja gut. Machen wir ja. Machen wir ja. Wir sind ja unterwegs. Ist ja gut. Wo ist er? Da. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er hier runter. Sehr gut. Wir sind fast da. Okay. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Edwards Männer scheinen sich gut verkauft zu haben. Aber leider nicht gut genug. Okay. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Bin gespannt. Oh. 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 Okay. Bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Los jetzt. Oh, die ist tot, die Mara. Oh. Irgendwie traurig, finde ich das ein bisschen. Ja, warte, ich komme.